Hey Leute, der Griver hier und willkommen zur nächsten Runde von Oxygen Not Included mit dem Occupational Update. Wir sind jetzt immer noch dabei, Ole Devon mal den richtigen Weg zu zeigen. Wir müssen hier unbedingt diesen das Dings hier hinkriegen. Hier hinten sieht es eigentlich ganz gut aus mit Sauerstoff. Ja, Nahrungsmangel, warum wohl? Bitte, Devon, geh einfach hier rauf. Lass irgendwas mit dir machen. So, die Mehlhölzer hier sind zum Glück gleich fertig. Düngung wäre noch schön. So, die nächste Forschung. Na, wir brauchen hier die Skulpturen. Aber seht ihr, wenn wir, selbst wenn wir jetzt schon die Leute mit den besseren Jobs ausrüsten können, durch dieses hohe Dekor, würden die mir komplett kaputt gehen durch den Stress. Deswegen lassen wir das mal noch. Oh, ist ganz viel Zeug hier unten, ey. Sehr schön. Die sind alle fertig. Wir könnten hier schon mal eine Tür bauen. So, bringt es hier irgendwas? Schnarcher schon mal gar nicht. Pazifist ist nicht so schlimm. 5 Lernen bringt aber nichts. Der hat hier schön viel. Auch Farmen. Auch wieder minus. Die starten, glaube ich, alle mit minus 35 Dekor. Das ist eigentlich. Bringt gar keinen Sinn mehr, hier das überhaupt noch hinzuschreiben. Wir könnten ihn zum Farmer machen. Und irgendjemand war doch Farmer, Max, ne, Forschung, Farm, genau, Nails ist nämlich der Träger, da hat er auch seine Berufung quasi drin, als Träger, ne, ja, hat er Berufung, ist auch fast schon eine Stufe weiter, man kann glaube ich sogar mehrere Jobs die ausbilden lassen quasi, dann kriegen sie halt auch diese Punkte. Ist die Frage, haben wir genug Essen und Sauerstoff? Platz auf jeden Fall schon mal nicht, um hier jetzt noch jemanden durchzufüttern. Also wenn, dann würde ich hier Olle Harold nehmen. Kann nicht kochen, ist nicht so schlimm, dafür kann er richtig gut bewirtschaften. Und so gesehen würden wir dadurch auch schneller farmen, wenn wir ihn das machen lassen. Oh, das ist ganz schön, das ist ein bisschen risky. Wir werden es aber mal machen. Wir machen mal irgendwo, können wir jetzt hier irgendwo noch ein Bett hinmachen? Das ist ja blöd. Ja, wir machen es erstmal dahin. Er kriegt leider noch keine eigene Baracke quasi. Ernten die hier eigentlich? 600, eieiei. Das ist ja gar nichts. Das ist quasi zwei Pflanzen für einen. Wir haben zwei, vier. Aber das ist halt nicht täglich. Die brauchen ja immer ein bisschen länger zum Wachsen. Ich befürchte leider, wir müssen noch so einen Grill bauen. Wie viel Dreck liegt denn hier unten? So, 45. Okay, die gehen jetzt automatisch rauf, das ist okay. Mist. Sind wir leider nicht fertig geworden, aber Stress geht auf jeden Fall runter. Ich glaube auch, da wir jemand Neues haben, geht's auch runter. Haben wir irgendwo noch Pflanzen, die wir hier haben wir noch ein, zwei. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Samen. Die zwei könnten wir hier noch hinmachen. Und dann müssten wir aber auf jeden Fall nochmal eine Reihe machen. Das reicht definitiv nicht aus. Die brauchen mindestens 3 Tage,
bis die fertig werden. Oh Mann. So, mache ich jetzt die Jobs schon mal fertig. Wir haben halt Devon und Harold. Harold wird ein Farmer. Devon Operator. Na, wir gucken mal. Wir haben zur Not ja jetzt diesen Massagetisch. Obwohl ich den eigentlich wegmachen würde. Sind gleich fertig. Es war hier ein bisschen viel mit dem Aufräumen. Weil wir machen auch jetzt natürlich wieder minus Sauerstoff. Es wirkt alles ein bisschen. Wie viel liegt denn hier noch, ey? Klack, 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 klack. So, das ist okay. Essen ist wirklich jetzt noch so. Aber selbst wenn. Oh, doch, wir haben wieder einen Samen mehr. Das ist halt jedes Mal, wenn man hier einen erntet, ist halt eine Chance gegeben, dass da ein Samen. 10%. Also, es ist nicht viel. Und wenn wir aber die Farm fertig haben, also den Raum, dadurch erhöht sich die Chance. Und. Nicht nur der Speed erhöht sich, sondern halt auch die Chance, da einen Samen zu kriegen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier fertig werden. Oh, das ist immer noch nicht weg. Endlich, endlich. Jetzt haben sie auch wieder Zeit, hier alles zu bauen. So, Forschung, das haben wir fertig. Dann machen wir mal die Rohrleitung. Hier können wir erstmal zerlegen. Ich muss die mal kurz deaktivieren, nicht, dass die hier laufen, damit der eine forschen kann. Das hatte ich auch schon mal. Na, ich will jetzt erstmal die neue Batterie bauen. Kabel zerlegen und Kabel neu versetzen. So. Dann haben wir wenigstens eine große Batterie. So, der Raum ist noch nicht richtig, weil uns dieses Farm-Ding fehlt. Das wäre, glaube ich, der nächste Punkt, den ich mal in Angriff nehme. Also, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir jetzt mit dem Sauerstoff hier hinkommen. Zerlegen. Ich will nicht, dass die hier unten nochmal hingehen. Gehen trotzdem da unten hin. So, damit die halt nicht mehr nass werden. Das ist ein bisschen nervig gerade alles. Habt ihr auch alle die Hände gewaschen? Oh, hier ist auch ein bisschen Verschmutztes drin. Nahrung sieht echt mager aus. So, hier können wir noch mal ein bisschen buddeln. Das machen wir wieder an. Dann haben wir auch Strom. So, einer hat den Job gemeistert. Und zwar Nails mit seinem Träger. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich werde ihn aber noch nicht weiter nach oben pushen. Obwohl er denn 800 Kilogramm tragen kann. Und ich weiß nicht, ob er denn nochmal zwei Stärke dazu kriegt. Da müssen wir mal gucken. Aber es reicht jetzt erstmal. Wir müssen unser Dekor hier jetzt erstmal verbessern. Eieieiei. Wie gesagt, wir haben hier oben noch eine Spur Wasser, das ist okay.
Stress sieht okay aus. Die Nahrung gefällt mir halt gar nicht. Glaube ich, das nächste, das war da auf jeden Fall. Wir machen plus ganz, ganz wenig. Aber wir machen plus. Das ist echt ganz schön knapp hier. Haben wir hier irgendwo noch. Ja. Ich bin am Überlegen, ob wir noch ein klein wenig Overkill machen. Einfach nur, um hier kurz die Luft hinzukriegen. Also sobald der Sauerstoff auch auf einem ordentlichen Level ist, fühlen die sich auch wohler. Die Keime gehen hier aber zurück, ne? Ja. Ja. So, Erde haben wir auch noch, mehr als genug. Da sollte eigentlich auch nichts passieren. Aber das Wasser geht halt langsam so ein bisschen zur Neige. Aber der Nahrungsmangel macht mir doch mehr zu schaffen. Dieses Farm-Ding, wo bauen wir das? Hier oben. Landwirtschaft. Dauert ein bisschen lange, aber müssen wir durch. Was wir auch noch mal kurz gucken können. Kochen. Da haben wir hier einen Level 2er Koch. Kunst. Forschung. Das muss er alleine machen. Operate. Tidy bauen, ist mir egal. Alles klar. Verletzt ist auch jemand. Da müssen wir auch noch mal kurz gucken. Medizin. Müssen wir da ein Krankenbett bauen. Unerreichbare Nahrung. Shit. Ja, es wird ganz schön knäpplich hier. Wollen wir hier ernten? Da. Das ist egal, ernten. Wieder jemand, der seinen Job gemeistert hat. Ja, schön viel Algen, was auch cool ist. Hier können wir uns auch noch mal eine schnell holen. Haben wir auch schon angehauen. Ja, wir brauchen trotzdem mehr Pflanzen. So, Forschung fertig. Jetzt, wir müssen das hier machen. Wir kommen nicht drum rum. So, mal gucken. Das geht schnell. Das sollte schnell gehen. Jetzt mal kurz uns ums Essen kümmern, aber ich finde es schon ganz schön knackig geworden. Vielleicht müssen wir auch. Vielleicht hätten wir uns hier den Dings auch sparen sollten. Den neuen Dupe. Das war wirklich nur erstmal zu viert weitermachen. Die bringen auch nur 800. Oder wir machen ihn hier noch kalt. Dann haben wir noch ein bisschen Fleisch. Könnt ihr euch an ihn laben quasi. Das ist auch okay, perfekt.
machen auf jeden Fall plus, aber es ist alles noch sehr meh. Vor allem das von hier oben kommt jetzt hier runter. Boah. This doesn't look good. Ich bräuchte mal irgendwo noch was, wo das wirklich komplett runterfliegt. Aber eigentlich müssten wir plus machen, ja, 14 Gramm oder Kilogramm pro Sekunde. Das steigt sogar noch. Ja. Ist jetzt natürlich blöd, dass wir die hier würde ich erstmal wieder zumachen. Das kann auch erstmal weg. Weil je weniger Raum wir haben, den wir befüllen müssen mit Luft, umso schneller füllt sich der Raum. Das heißt, wir machen hier einfach dann zu. Wieder Nahrungsmangel. Vielleicht lag es auch an Devin, der da unsere ganze Nahrungsvorräte kaputt gefressen hat, quasi. Wir haben leider noch keine anderen Samen. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt hier diese Landwirtschaft. Ich werde mal doch noch mal jemanden anstellen zum Forschen. Ja, wir haben nur den Level 1er hier, Devin. Du kannst hier mal wieder was gut machen. So, aber Stress geht auf jeden Fall runter, das ist schon mal gut. Keime ist auch 100%. Verstehe nicht, warum sie hier diesen. Ach, hier, das ist das Wasser. Ah, okay. Stimmt, das habe ich noch ganz vergessen. Verschmutztes Wasser, Priorität 9, zack. Das macht doch hier die schlechte Luft die ganze Zeit. Oh, beide Klos sind verstopft. Das ist nicht gut. So, wie sieht's denn aus? Vitalwerte. Ja, ein paar sind beschädigt. Ich glaube, diesen negativen Bonus gibt es jetzt aber auch trotzdem nicht mehr. Das ist eigentlich egal. Ich versuch's mal. Ich guck mal bei Nails. Er ist auf jeden Fall beschädigt. Er heilt aber. Träger Mastery. Steht nichts da. Today Stress minus. Nahrungsqualität schläft, neuer Freund. Das scheint eigentlich alles okayisch zu sein. So, perfekt. Jetzt haben wir auch was für das verschmutzte Wasser. Wir heilen jetzt einfach alle. Vielleicht bringt's nichts, vielleicht bringt's auch irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall keinen neuen holen. Oh, obwohl er hier. Er kann nicht graben. Und nicht kochen. Ach, Ruby. Der hat schön viele gute Werte und auch viele Interessen. Dass er jetzt nicht graben kann, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Kochen ist auch nicht so schlimm. Dafür ist er stark, kann basteln, sogar bewirtschaften. Aber wir haben nicht genug Essen gerade. Und unser Sauerstoff fängt gerade an, wieder nach oben zu gehen. Wenn ich jetzt hier wieder einen mehr. Oh, sogar 76. Wenn ich jetzt hier wieder einen mehr reinmache, dann wird das wieder nix. So, vielleicht kriegen wir einen Samen. Leider nicht. Könnten wir das hier wenigstens voll machen. Ja, zumindest haben wir wieder ein paar Kalorien mehr. Ach, war er
der wieder im Wasser? Egal. So, Vitalwerte. Wir haben noch Jean, der mal ein bisschen geheilt werden müsste. Ja, es wird auf jeden Fall schon heller. Das gefällt mir auf jeden Fall. Aber unser Wasser nimmt halt ab. Wir haben hier oben noch ein bisschen. Und dann haben wir aber hier einen riesen Bottich mit Wasser, was wir verbessern wieder können. Das müssen wir von hier oben machen. Wir müssen dann aber einmal durch dieses Schleimzeug durch. Und das wird so ein bisschen das Problem. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Wieder kein Samen. Na, wie gesagt, 10% sind jetzt nicht viel. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen Plus. Hier werden jetzt auch noch ein paar fertig. Wir müssen unbedingt mit der Forschung fertig werden. Die sind schon eifrig dabei, die beiden. Und dann haben wir unseren Farmraum fertig. Und dieses Ding selbst verbessert, glaube ich, auch noch mal alles. Müssen wir mal gucken. Ich brauche halt mehr Samen. Sobald die Reihe hier unten auch noch bepflanzt ist, ist eigentlich GG. Ups. Das Ding wollte ich noch hinmachen. Ah, hier unten ist halt schlechte Luft. Das ist natürlich blöd. Wir könnten das hier natürlich auch noch tiefer buddeln. Damit das Kohlendioxid hier einfach nur noch weiter runter fließt. Ups. So, algentechnisch müsste eigentlich noch eine Verbesserung gekommen sein. Ne, ist immer noch 3,5. Ja, wir haben hier oben noch ganz, ganz viel. Sieht alles gut aus. Schon wieder keinen Samen bekommen. Oh, Forschung ist auf dem letzten Meter. Vitalwerte. Perfekt, jetzt ist nur noch Max. Ne, der forscht gerade nicht. Dann können wir ihn nochmal schnell hier raufsetzen. Oh, hier wird schon hell. Perfekt. Wie gesagt, ich mache dann auf jeden Fall ein paar Dinger hier wieder weg, sobald es vollkommen ausgehellt ist. Das wird hier nicht weniger als Kohlendioxid. Müssen wir nach unten tropfeln lassen. So. Vitalwerte sind alle wieder on point. Das heißt, wir können den ja erstmal wieder zerlegen. Wir müssen, obwohl jetzt ist gleich Schlafenszeit, wir werden den mal auch kurz nach unten versetzen und das hier ordentlich bauen. Hier liegt aber immer noch so ein bisschen Schutt um in der Gegend rum. Das würde ich auch noch mal erstmal aufräumen lassen, denn oh, wir haben wieder einen Samen. Gleich hinmachen hier. Und die Forschung ist fertig. Oder? Ah, nein, noch zwei Pünktchen. Gleich fertig. Essen ist okayisch. Stress, Devon, ey. Der Typ, ja. Das klären wir gleich. So, sehr geil. Forschung abgeschlossen. Bei Veredelung. Nee, bei Station ist es dann. Ist eine richtige Farmstation, alles klar. Zwei Dinger hat der. Das ist natürlich blöd.
das ist ein Einer. Dann tut's mir leid. Müssen wir dich leider zerlegen. Und können das hier gleich abbrechen. Und hier auch so ein Ding hinbauen, so. Das tut mir leid. Braucht die Strom? Das ist ja interessant zu wissen. Geh mal mit eurem Sauerstoff. Oh, hier unten ist echt gar nichts. Oh, scheiße. Ah, herrlich. Ich hoffe mal, das drückt das alles noch ein bisschen nach unten nachher. Aber hier sieht es schon richtig gut aus. Das heißt, wir werden jetzt mal hier ein paar Sachen wieder zerlegen. Ja. Das hier auch zerlegen. Dass wir hier nicht zu viel verschwenden. So, dann können wir auf jeden Fall das Wasser hier mal aufbrechen. Da wird Dünger hingebracht. Jetzt muss ich mal gucken. Naja, okay. Dünger ist nicht verkeimt. Alles klar. So, wir haben keinen Farmer, sagt er. Das kann nicht sein. Wir haben Harold. Ah, okay. Er kann die erst bedienen, wenn er in der zweiten Stufe ist, aber trotzdem zählt wenigstens als Greenhouse und beschleunigt quasi die Wachstumsphase von den Dingern. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt immer noch 3 Zyklen sind oder einfach nur schneller. Steht es hier vielleicht sogar dran? Nee. 1,5? 2,1. Merkwürdig, okay. Aber das ist egal. So, sie räumen erstmal alle wieder auf. Das ist okay. Das Ding tröpfelt da runter. Das ist auch okay. Devin, Junge. Was sollen wir bloß mit dir machen? Forschung. Kunstfertigkeiten. Go. Dekor, okay, sieht überall extrem schlecht aus. Ja, wir müssen den Massagetisch erstmal stehen lassen. Sind hier irgendwie verkeimte Sachen? Nee. Wieder einen Samen mehr. Ich weiß aber nicht, ob hier unten doch die Atmosphäre ist gerade so genug. Ja, und Devin gibt sich natürlich erstmal wieder eine Massage. Also der Typ, ey, der nervt mich ja tierisch. Fähigkeit verbessert. Basteln Stufe 1. So. Alle anderen sind vom Stress her völlig in Ordnung. Nur Devin, der sich da immer ein bisschen mäklig hat. Machen wir das so hin. Ist jetzt alles ein bisschen weniger geworden hier vom Wasser her. Kann ich das irgendwie ohne großen Aufwand doch vielleicht noch hier hinschicken? Nee. Müssen wir mal gucken. Die Ecke hier wird ganz interessant nachher. Weil wenn ich hier dann die Klos und die Duschen mache, versuche ich natürlich, das Wasser wieder umzuwandeln. Und vielleicht kriege ich das
so hin, dass es sich so gesehen selbst effizient wieder ausgleicht quasi. Wir haben Nahrungsmangel. Aber die Dinger, ne, die brauchen noch einen Tag, denke ich mal. Wir brauchen mehr Samen, verdammt. Gut, die sind jetzt hier aber immer noch am Aufräumen, das ist okay. Damit das Dekor nicht ganz so schlecht wird hier. Oh, verhungern. Scheiße. 85. Dornbüsche 83. Ich habe leider nichts mehr anderes. Haben wir hier irgendwo noch so ein dämliches Tier verbuddelt, was wir essen können? Oh, hier oben. Neun. Ich glaube leider, wir müssen noch mal so ein Vieh töten hier. Oh, ein Glück. Das ist echt knapp, ey. Also wir dürfen jetzt auf jeden Fall keine neuen Dupes hier reinlassen, bis wir das hier unten alles nicht komplett gefüllt haben. Beziehungsweise könnten wir auch versuchen, so ein S-Ding zu bauen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wir lassen das Ding jetzt hier offen. So, aufräumen, wie sieht's aus? Ups, so. Ja, ist schon fast voll alles. Wie dieses Nickerchen auf der Treppe machen. Ein paar Algen haben wir noch. Fähigkeit verbessert. Ist auch nicht schlecht. Was man natürlich auch machen könnte, ist natürlich die Meal-Dinger hier auch verbessern. Da habe ich jetzt aber ganz oft gelesen, dass diese Verbesserungen. Da kann ich graben. Boah, die sind alle so gut gerade. Athletik vor allem. Der ist übelst schnell, der Typ. Wir können leider nicht. Es tut mir so leid. Wir müssen leider. Wir haben nicht genug Essen. Das ist. Also da könnt ihr echt mal jetzt sehen, was so einen Startpunkt ausmacht. Eigentlich hätte ich da sagen müssen, das sind so wenig Pflanzen, so normale, neutrale Pflanzen. Wir hatten keine Leuchtkäfer, wo man hätte sagen können, ja, dann können die Dornblüten wenigstens mal ab und zu ein bisschen wachsen. Wir hatten echt nix. Wir hatten hier zwei Pflanzen, hier eine Pflanze. Hier oben könnte ich jetzt noch hin. Das wächst hier auch nicht, weil keine Beleuchtung ist. Also der Start war echt alles andere als gut, muss ich sagen. Hinzu kommt, dass wir hier Olle Devon hatten, der der Meinung war, ich glaube, der hat wirklich 6 oder 7 Kilokalorien Nahrung zu sich genommen, wo er da seinen Anfall hatte. Aber die zu verbessern, verbraucht extrem viel Wasser. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Wir werden aber, glaube ich, nicht drum rumkommen. Forschung abgeschlossen, sehr schön. Die sind aber leider jetzt immer noch am Aufräumen hier. Keine Nahrung. So, Forschung lassen wir erstmal weg. Wenn wir Glück haben, sind die hier am nächsten Tag gleich fertig. Wir brauchen mehr Samen. Wie sieht es bei den Jobs aus? Forschung hat er schon mal fertig. Das ist doch cool. Die könnten wir theoretisch auch verbessern. Würde ich, glaube ich, aber erst machen,
wenn wir hier ein bisschen mehr Dekor haben. Aber das bringt hier alles noch gar nichts. So, algentechnisch ist okayisch. Wir haben hier noch eine Menge. So, wie sieht's denn hier aus? Lufttechnisch ist auch völlig in Ordnung. Wir machen knappes Plus, was vollkommen ausreicht. Bitte Samen. Das gibt's nicht. Gleich geerntet, wird gleich aufgegessen. Ah, herrlich. Kam auch wieder kein Samen raus. Und Devin hat mal wieder sein Stresslevel erreicht. Also gönnt er sich erstmal wieder eine Massage. Der Typ, ey, ehrlich. Egal. So, wir machen hier erstmal wieder einen Cut rein. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, wir haben hier ein bisschen zu kämpfen, muss ich sagen. Aber ansonsten sieht es momentan noch ganz gut aus. Wir haben noch genug Wasser. Hier oben haben wir noch ein bisschen. Müssen uns trotzdem langsam mal Gedanken machen, dass wir uns mal hier dieses verschmutzte Wasser annehmen, um es zu reinigen. Dann könnten wir den hier erstmal wieder auffüllen. Ansonsten strugglen wir so ein bisschen mit dem Essen. Wir brauchen einfach mehr Samen. Oder aber, ich baue jetzt ja hier oben schon mal einen neuen Raum. Dann werde ich hier erstmal hier so ein Micro-Matcha machen, einen groben Matcha, und werde jetzt hier erstmal so ein paar, keine Ahnung, Schlammdinger da machen. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum, weil das wird alles ganz schön knapp hier. Ich musste jetzt hier schon die ganzen Viecher alle opfern, um uns hier genug Essen zu geben. Aber das kriegen wir alles hin. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit bei. Und ich sage erstmal Tschüss, bis dahin, bye bye.